Hallo, ich bin Ascua von Spaniens Genusswelten. Heute werde ich euch Fabada a la Asturiana machen. Also ein Bohneneintopf nach der Art, wie es in Asturien zubereitet wird. Was daran besonders ist und warum die Bohnenart so wichtig ist, erfahrt ihr gleich. Das ist sie, die Fabada Asturiana. Die Fabada Asturiana ist eine Bohne, eine weiße Bohne, die in Asturien angebaut wird und die sich sehr, sehr gut eignet für die Art und Weise des Eintopfes, welches wir heute zubereiten werden. Ich habe auch schon andere Bohnengerichte gemacht oder Hülsenfrüchte verarbeitet in anderen Rezepten, die verlinke ich euch hier oben. Die Fabada Asturiana oder die Fabada nach der Art, wie sie in Asturien gemacht wird. Warum sage ich das denn so oft? Also die Fabada Asturiana hat die Bohne, hat eine Kochchorizo. Ich nehme aber heute eine Chistorra, die ist nicht in Asturien, und ein Stück Speck. Ja? Die Fabada Asturiana hätte noch ein Stück Morcilla. Ich mag heute keine Morcilla in meinem Bohneneintopf haben, deswegen ist sie nach Art, wie sie in Asturien zubereitet wird. Bringen wir das Ganze schon mal zum Kochen. Also ich habe hier die Bohnen. Das sind die Trockenformen und wenn sie über Nacht eingeweicht sind, werden sie etwas größer. Ihr könnt das Ganze über Nacht machen. Wichtig sind mindestens 12 Stunden in kaltem Wasser. So, dann landen auch schon diese Bohnen in einen Topf. Dann legen wir die Chistorra rein. Beim Speck ist es so, da reicht mir tatsächlich die Hälfte. Die andere Hälfte mache ich uns irgendwann mal so Nudeln, Würstel, was auch immer. Das lege ich hier auch mit rein. Das bedecke ich jetzt noch. Wichtig ist unter dem ganzen Kochen, dass die Bohnen bedeckt sind. Also ich erwähne es fast in jedem Video. Spanische Küche hat was mit Zeit und Geduld zu tun. Diese Bohnen köcheln jetzt tatsächlich 2,5 Stunden vor sich hin. Wichtig ist, dass es simmern ist, damit die Bohnen nicht zu sehr platzt. Ein paar werden platzen, aber das ist nicht schlimm. Nach 2,5 Stunden kommen noch Kartoffeln, Zwiebel, Karotten, Safran und andere Gewürze auch noch mit rein. So, bringen wir das Ganze zum Köcheln. Geben wir das Ganze noch ein bisschen Wasser. So, wir hatten nach 2,5 Stunden Kochzeit der Wurst und den Bohnen, hatten wir die Kartoffeln und die Karotten hinzugefügt. Dann noch ein bisschen Safran und etwas gesalzen. Jetzt richten wir an. Jetzt ist es abends, jetzt hat sich das Ganze noch so ein bisschen abgekühlt. Das ist immer besser bei Bohnengerichten, wenn sie noch ein bisschen durchziehen. Nicht ganz, also praktisch frisch gekocht und gleich essen. Lieber noch mal ein bisschen abkühlen lassen, das setzt sich dann und noch morgen sogar. Morgen ist der Bohneneintopf noch viel, viel leckerer. So, richten wir mal an. Und dann esse ich das.
lassen uns die Fabada alla Asturiana mit einem schönen Rotwein schmecken. Ich habe uns heute von Bodegas Ochoa einen schönen Crianza rausgesucht. Das ist ein Weingut in Navarra. Eines der ältesten Weingüter auch aus Navarra. Seit 1845 ist es in Familienbesitz. Und jetzt die sechste Generation macht sowohl das, was man so früher schon mit Weinen gemacht hat, aber bringen auch die Weine in die Moderne. Und ich freue mich schon sehr auf einen reinen, hundertprozentigen Tempranillo zu diesem kräftigen Gericht. Und da kenne ich noch jemanden, der sich auch gleich freut. Ne, nämlich ich. Vor allem hier drauf. Wenn euch die Rezepte gefallen und das, was wir so quatschen, euch auch gefällt, lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir freuen uns, dass spanische Gerichte einfach nochmal bekannter werden. Tschüss, bis auf bald. Hunger habe ich vor allen Dingen. Das ist sie. Die Fabada Asturiana. Das ist eine... Das okay. Ist sie. Fabada Asturiana. Seht ihr das? Marc macht sich total bekloppt, weil ich sie kurz gezeigt habe, wie der wegmacht. Geil, und wieder weg.